Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Epsilon mit Baloo LP ohne LP. Ihr wisst ja. Wir waren hier in diesem schönen Städtchen angelangt und hatten dann noch eine Folge mit Riola aufgenommen zum Weihnachten. Genau, heute ist erster Weihnachtsfeiertag. Und jetzt müssen wir weiter in die Arena, um den Arena-Orden zu bekommen. So, und wir hatten ja den Gegenteilstag in der letzten Folge und ich habe angefangen, eure Kommentare zu lesen. Ich verstehe sie nicht. Die sind alle komplett verdreht. Da habe ich mir ja was angetan. Ich versuche sie trotzdem einigermaßen ordentlich zu übersetzen. Hoffentlich verchecke ich es nicht. Es waren auf jeden Fall ein paar sehr, sehr witzige Kommentare dabei. So, hatten wir mit der Dame schon gekämpft? Ich glaube ja, ne? Hallöchen. Ich habe leider nicht so ein Händchen für Pokémon und Mode wie Valerie. Okay, also wir gehen mal immer vorne links hin. Vielleicht kommt man damit ja durch. Okay, also diese Luxuseinwohner hier. Ey, Madame. Wir sehen aus wie Puppen in einem Puppenhaus. Findest du nicht auch? Natürlich, ihr seid komische Puppen in einem Puppenhaus. Kimono-Trägerin Ganoe, oder? Ganoe? Ganove? Kein Plan. Was ist das denn? Nicht euer Ernst. Die haben doch nicht einen verkackten... Bitte? Ein Schlüsselbund? Ist das deren Ernst? Die haben ein Schlüsselbund-Pokémon in dieses Spiel gebracht? Mit was wollen die das denn begründen? Ja, das Schlüsselbund-Pokémon, ja, die entstehen, wenn sich ein Autoschlüssel und ein Haustürschlüssel und das Fahrradschloss miteinander fusionieren. Dann kommt ein Klavion raus. Ohne Witz. Was denken die sich dabei, wenn die sowas erfinden? Wahrscheinlich gar nichts. Ja, ja, nee. Okay, ich hab gefragt, was das hier mit diesen ganzen komischen Kombinationen auf sich hat, die man benutzen kann, um dann seine Pokémon durchzutauschen und dann machen die irgendwie länger Schaden, hat, glaube ich, einer geschrieben. Mit dem Gegenteil habe ich mir aber auch echt was eingebrockt. Ihr habt ja vielleicht Sachen geschrieben. Ich muss versuchen, die jetzt umzudenken im Kopf und sie euch richtig vorzulesen. Es ist auf jeden Fall sehr lustig zu lesen, wenn alles andersrum ist, als man es eigentlich haben möchte. So, wir wollen natürlich weiterhin unser kleines Draschel leveln. Deswegen kommt es auch wieder nach vorne. So, dann lesen wir mal. Also, Giuseppe Krämer schreibt, läuft doch besser spät als nie. Wenn das jetzt im Gegenteiltag gewesen wäre, heißt das also, Baloo, wieso lädst du das denn überhaupt noch hoch? Aber ich glaube, der hat das nicht ganz verstanden mit dem Gegenteilstag. Aber ist auch nicht so schlimm. Oh, jetzt habe ich wieder gefailt. Oh, coole Animation. Der Pikachu schreibt, dass er den Gegenteilstag hasst. Das heißt also, eigentlich liebt er ihn. Boah, ist das verwirrend. Und er hatte geschrieben, nämlich mit den Combo-Attacken, dass wenn man die hintereinander einsetzt, dass dann die Pokémon Schaden kriegen. Genau, so. Was haben wir noch Schönes? Miri hat anscheinend erst wieder das Video geguckt, hat also Kommentare geschrieben während des Videos gucken und hat dann nachher gemerkt, oh nein, ich muss das alles ändern, weil Baloo Gegenteilstag gesagt hat. Das hat mich erfreut, um es mal so auszudrücken. So, sie hat geschrieben, zu der Zeit im Spiel hatte ich total Lust, mit Mr. Miteinander anzusprechen. Und habe es natürlich immer gemacht und musste es ja auch gar nicht nachholen. Das heißt also, du bist immer nur rumgerannt, hast ihn nie angelabert. das ist so geil, wenn man das so richtig liest, ey. So, Pokémon wechseln. Wir lesen zu Drasche. Also, so, was schreibt Miri? Alle deine Pokémon konnten Trugschlag lernen, weil eben jedes Pokémon alle Attacken lernen kann. Ja, das finde ich gut. Habe ich ja wieder was gelernt, wenn alle Pokémon alles lernen können. Dankeschön, Miri, für den tollen Hinweis. Und schreibt sie noch Schönes? Der Pitbull, was war das denn nochmal? Kein Plan. Du hast recht, Baloo. Teleporter gibt es erst seit Pokémon X und Y und nicht schon in früheren Pokémon-Spielen. Ich glaube, das meint die auch nicht ernst. Ich bin da nicht ganz sicher. Und sie schreibt, nein, ich will keinen Pokémon-Livestream. Das wäre total doof. Bitte macht das nicht.
Ah, das ist so geil, das zu lesen, wenn alles total verdreht ist, als es eigentlich sein sollte. Ah, nein, 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 nein. Ah, okay, weiter. Ich glaube, bei einem Doppelkampf ist Wassersäule stärker, wenn du Feuersäule einsetzt, aber ich bin mir nicht sicher. Das hat FLXTK geschrieben. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob der durch ist. Drascha ist Level 40. Ja, sehr schön. Serpendra ist Level 45. Tja, du bist eben doch keine Puppe, sondern nur ein Pokémon-Trainer. Ich bin auch besser als du. Merkst du was? Merkst du was? Geh weg. Wir bleiben bei dem Muster vorne links. Wo kommen wir jetzt raus? Im Schminkraum. Schminkzimmer. Hallo? Friseurkommode. Tja, gibt's jetzt hier irgendwas? Ist da vielleicht in einem Schrank? Hallo? Hallo? Ach man, ich will auch irgendwas machen können hier. Darf ich in den Spiegel gucken? Na gut, dann gehen wir wieder vorne links hin. Was soll? Who cares? Und wir kommen wo raus? Im Badezimmer. Auch schick. Kann ich baden gehen? Bitte. Da steht eine elegante Badewanne mit Klauenfüßen. Mist. Kann ich mich in den Spiegel angucken? Auch nicht. Nix darf ich hier. Wir bleiben bei Muster vorne links und kommen hier unten raus. Alter, das sind alles Räume, wo überhaupt keiner drin ist. Wo sind die alle hin? Egal. Ich habe aber bisher nichts gesehen, dass hier irgendwas Cooles... Euer Ernst? Okay, vorne links hat dann sich mal ausgedingstet. Ausgeworbt. Jetzt machen wir mal hinten links. Irgendwie muss es ja ein System geben. Hey, gegen dich habe ich schon gekämpft. Bin ich mir ziemlich sicher, oder? Ja, hinten links gibt es hier aber nicht. Egal, da müssen wir vorne links machen. Ich hasse das, dieses Teleportationsgedöns, wenn ich nicht weiß, was es ist. Dann schreibt der Jet mir, du bist voll scheiße, Mann, ich schau deine Videos nicht. Ich liebe den Gegenteilstag, habe ich schon mal gesagt. Ah, nie vergessen, alles Ironie bis zum geht nicht mehr. Mann, wo ist der scheiß Teleporter, der zu ihm hinführt? Ich raste jetzt schon aus. Hallo? Hallo? Ich will doch nur zu dem Post da oben an. Euer Ernst? Wo war ich denn noch nicht? Och, Mann. Hallo? Vorne rechts? Dann nehmen wir jetzt mal immer vorne rechts. Hast du jetzt davon? So. Irgendwas wird mich da wohl hinbringen. Ich sehe schon wieder die ganzen Zuschauer. Baloui, du bist so dumm. Baloui. Baloui, ganz einfach. Einfach hier den da durch die Kloschüssel dreimal links drücken und dann wirst du da automatisch hin teleportiert. Das klappt nicht. Das ist für ein Scheiß. Wie soll man sich denn da einen Weg merken? Ich heul gleich. Ich will doch nur zum... Ah, hier war ich noch nicht. Hallo, die Dame. Angriffe eines bestimmten Typs sind wirkungslos gegen unsere geliebten Feen-Pokémon. Ja, dein Feen-Pokémon kannst du dir auch... Naja, egal. So, der Julian schreibt, ich wünsche dir ein beschissenes Weihnachtsfest. Dankeschön, Julian, das ist richtig toll. Was steht da noch? Was steht da noch? Flunschlick hat keine Entwicklung. Ja, genau, da hat irgendwer geschrieben, du musst unbedingt Flunschlick entwickeln. Stärkste Pokémon macht Pokémon Liga alleine. Auch da bin ich nicht sicher. Gegenteilstag? Oh nein. Dann Angeloid schreibt, Frauen im Kimono sehen toll aus. Oh, 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 oh. Ist das jetzt Gegenteilstag, also negativ gesehen, oder meintest du das echt so? Jetzt wird's aber schwierig. Mach dir mal keine Feinde hier. Ich habe ziemlich viele weibliche Zuschauer. So, was steht denn noch? Askalta schreibt, dachte eigentlich, dass die neue Pokémon-Version total schlecht sein. So wie du es rüberbringst, scheint es aber echt Spaß zu machen. Weiter so. Jetzt bin ich auch nicht sicher, ob der das mit dem Gegenteilstag verstanden hat oder nicht. Ist auch egal. Warte mal, gucken wir weiter. Ah, nee, das ist eine realistische Unterhaltung zwischen Miri und Askala, der halt schreibt, dass Pokémon auf jeden Fall richtig gut geworden ist. Und da muss ich dir recht geben, Miri, das Spiel ist wirklich cool geworden. Also im Gegensatz zum alten, was sich eigentlich immer wieder das gleiche war, hat sich das hier wirklich, hebt sich richtig ab davon. Es gibt aber auch Typen, gegenüber denen unsere Feen-Pokémon im Nachteil sind. Ja, zum Beispiel Typ Baloui. Ich finde, sie sollten einen Pokémon-Typ einführen, der Baloui heißt.
Und ich weiß noch nicht, gegen was Baloui alles gut ist. Wahrscheinlich gegen alles. Oh, oh, ich bin oben. Ah, endlich. Hallo. So. Guten Tag, die Dame. Tada. Oh, sie kann... Oh, Alter, die Animation. Tagchen, Trainer. Ist das ein Kerl oder ist das eine Frau? Na, haben dir die Wurmfelder gehörig den Kopf verdreht? Nein, nein, nein. Ich bin Profi. Ich bin im Eimschacht durch. Gar nicht. Wie auch immer, auf in den Kampf. Ich, Valerie, kämpfe mit Pokémon vom Typ Fee. Sie mögen aussehen wie Sensibelchen, haben aber ganz schön was drauf. Die muss die Arena ja neu aufgebaut haben, wenn die gerade frisch erst diese Feen-Pokémon entdeckt haben. Ich hoffe, aber Valerie ist doch ein Männername, oder? Das ist doch mal ein Mädchen. Arena-Leiterin Valerie, ja, hab ich richtig gemacht. Flunkiefer, das ist doch so ein blöder Kiefer, oder nicht? Ah nein, dieses Pokémon, okay, das kenne ich schon. Ja, Draschel, jetzt kommt deine große Stunde. Du darfst wieder ausgetauscht werden. Nein, nein! Wie habe ich Flucht gedrückt, Alter? Weil er wieder nicht reagiert hat hier, der Controller. Ja, immer das Gleiche. Brigaron, komm her, mach das. So. Simix schreibt, ich mache mir ab jetzt nicht mehr die Mühe, Kommentare zu schreiben, weil sowieso nur die Kommentare von Miri, Passen und Co. vorgelesen werden. Da habe ich keine Lust, mir die Finger am Handy werden wund zu tippen. Das stimmt gar nicht. Ich lese eigentlich alle Kommentare durch und lese auch alle sinnvollen oder, naja, in meinen Augen sinnvollen Kommentare vor. Klar, die unten stehen, werden natürlich auch immer sofort zuerst vorgelesen. Das ist in der Natur der Sache. Es ist ja nicht böse gemeint oder so, sondern ich gehe einfach immer von unten nach oben vor, ohne dass ich irgendwen bevorzuge oder benachteilige. Nur gegen Miri und Puzzle und so habe ich ja schon mal persönlich gespielt. Da hat man natürlich ein ganz kleines bisschen ein anderes Verhältnis zu. Aber, das ist nicht böse gemeint, wenn ich da einen mal überlese oder so, aber dann kann es natürlich sein, dass irgendwas nicht so sinnvoll erscheint oder keine Ahnung, so doppelte Kommentare, wenn fünf Leute schreiben, du musst, um Evoli zu entwickeln, dreimal im Kreis tanzen und Tritratrullala singen, dann lese ich das ja nicht fünfmal vor. Das lese ich ja dann auch nur einmal vor. Wieso heilt er sich denn schon wieder? Das ist nicht sehr effektiv. Mir doch egal, wie effektiv das ist. Also nicht böse sein, Simix. Das ist nicht böse. Das ist nicht meine Absicht, dass irgendwer hier benachteiligt wird oder so. So, irgendwie ist mein Pflanzen-Pokémon nicht sehr effektiv gegen das komische Pokémon. Ist mir aber auch egal, ich mache sie trotzdem damit weg. So. Was haben wir noch? Scheißfolge, schreibt ProGamer. Ja, dankeschön. Das freut mich, dass sie dir nicht gefallen hat. Also gefallen hat. Also andersrum, ihr wisst schon, was ich meine. Nein, 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 nein. So, und Feuermaus hat geschrieben, ich trinke immer bei Videos von Baloui, weil man da sein Trinken super gut im Ohr behalten kann. Besonders wenn Baloui alle Frauen sehr feminin und alle Männer sehr männlich ausspricht. Warte mal, ich hab den besiegt, ich hab nicht aufgepasst. Brigaron erreicht Level 50, cool. Und Draschel müsste nicht Level Up sein, Mist. Und sie setzt Pantimus ein. Ja klar, will ich mein Pokémon wechseln. So, und dann haben wir auch schon wieder alle Kommentare durch. Ah ne, sie hat geschrieben. PS, Dislike für deine behinderten Videos, die sind der letzte Rotz und du bist hässlich und dumm und Riol auch. Da gebe ich dir recht, Feuermaus. Ah, oh Mann, okay, diesen Gegenteil sagt, das mache ich nie mehr. Das ist ja voll kompliziert, alles immer umzudenken. Trotzdem finde ich das voll gut von euch allen, dass ihr da so fleißig mitgemacht habt. Ich hatte sehr viel Spaß beim Durchlesen der Kommentare. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee. Im Übrigen ist es ja sowieso was Besonderes, dass ich jeden Kommentar vorlese und jeden Tag eine Folge aufnehme. Ich wüsste nicht, dass das irgendein anderer großartig macht, dass er sich jeden Tag diese Mühe macht und alle Kommentare dann auch noch durcharbeitet und vorliest. Aber ich finde es einfach immer ein cooles Gesprächsthema, sich dann so mit seinen Abonnenten zu unterhalten. Klar geht es nicht immer, dass alle... Wieso ist denn die Wassersäule jetzt schwächer beim zweiten Mal? Interesting. Ja, wir machen mal einen Nassschweif. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Ich habe einen Hypertrank benutzt, ich bin super toll. Jetzt hole ich meinen Feuer-Pokémon raus, dann kannst du mal mit deinen Getränken dir sonst wo hin. Ach, der hat sein Pokémon ausgetauscht, oder? Nee. Hä, verstehe ich nicht. Hat ihn nicht gerade eins besiegt? Wieso habe ich denn Level dafür gekriegt? Ach, das muss man alles nicht durchblicken, oder? Ich habe da nicht aufgepasst. Mist.
Und Turtok, Turtok erreicht Level 47. Und Rasche Zweit erreicht Level 41. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und setzt Filinara ein. Ja klar, möchte ich mein Pokémon wechseln. Ich hole mir wieder nach vorne Draschel, weil der braucht einfach noch unendlich XP. Ja. So. Und das ist Filinara. Ach, das ist Filinara. Oh. Auch will. Balui auch haben will. Balui haben will. Warte mal. Fee ist schlecht. Gift. Nee, gut. Gift gegen und Stahl ist gegen Fee ganz gut. Ja, dann holen wir noch Therapendra. Therapendra nach vorne. Therapendra. Das im Übrigen weit aus dem Team fliegt. Aber egal. So. Serapendra, Zauberschein. Cooles Pokémon. Filinara. Gefällt mir echt, das gefällt mir sehr. Das würde ich echt gerne haben, aber das nützt es nicht, das in der Aufnahmefolge zu machen, weil dann drehst du echt am Rad. Wenn ich das erst noch die Herzen sammeln muss und dann muss ich eine Feenattacke lernen, das heißt hochleveln und das ist schon hart. Aber eigentlich habt ihr auch voll Lust zu, das Pokémon zu bekommen. Da muss ich ja wirklich jetzt gucken, dass ich vielleicht in den Ferien noch irgendwie eingerichtet kriege, einen kleinen 3DS-Livestream zu machen. Mit euch natürlich. Bäm! Alter, macht das Schaden. Deine komischen Attacken machen bei meinem Gift-Pokémon keinen Schaden. Ich habe nämlich gelernt, wie man die Liste liest. Bläh. Und es ist besiegt. So einfach geht das. Oh, wie süß das aussieht. Das brauche ich unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Du besiegst Valeri. Schwamm drüber. Morgen lichten sich die Wölkchen wieder und alles ist beim Alten. Und ich kriege 6720. Mumak. Bokodollar. Hui, das war ein tolles Kämpfchen. Schau mal, das ist der Feenorden. Ist der nicht einfach entzückend? Hoppla, ich Tummerchen. Ich war fast so fasziniert vom Anblick des Ordens, dass ich beinahe vergessen hätte, ihn dir zu geben. Vergiss es! Händchen auf! Was ist daran so Besonderes? Der sieht seltsam aus. Balui erhält von... Balui. Balui erhält von Valerie den Feenorden. Dankeschön. Jetzt, wo du diesen super feinen Feenorden besitzt, kommst du super mit Pokémon bis Level 80 aus. Selbst wenn du sie mit deinen Freunden getauscht hast. Ach, und hier, das habe ich auch noch was für dich. Nämlich die TM. Betrachte sie als ein kleines Geschenk von mir und halte sie in Ehren. Abgemacht! Also Beutelchen auf. Zauberschein. Ich muss ja mal sagen, ne? Wenn ich, am Anfang hat es ziemlich lange gedauert, bis man, wenn man von Arena zu Arena gelaufen ist. Aber irgendwie geht das jetzt ruckzuck. Ach du liebes Lieschen. Liebes Lieschen, da. Da habe ich du mal hier noch glatt vergessen, welche Attacke in dieser TM steckt. Ich hoffe, du kannst mir das nachsehen. Mein Modegeschmack ist schon etwas ausgeflippt. Findest du nicht auch? Nö, sieht sexy aus. Nun, schon seit meiner Kindheit habe ich davon geträumt, ein Pokémon zu sein. Tja, genau daraus schöpfe ich meine Ideen für meine pfiffigen Entwürfe. Weißt du was, mein Trainerchen? So richtig eins mit meinem Pokémon fühle ich mich erst, wenn wir in einem Kampf in die Ecke getrieben werden. Ich würde ja schon gerne wissen, warum das eigentlich so ist. Nein. Ach ja, ist auch egal. Ich will mir darüber jetzt nicht mein Köpfchen zerbrechen. Ist ein bisschen durchgeknallt? Bisschen einer in der Waffel hast du dann doch. Ist das nicht anstrengend, die Arme den ganzen Tag so hoch zu halten? Oder sind das doch ihre Arme? Also, probiert das mal. Macht das mal bitte eine Viertelstunde. Und dann sagt mir, wie weh eure Arme tun. Okay, blöde Idee. Trotzdem. Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Man kann diese Arenen gar nicht mehr durchkreuzen, ohne nicht mindestens gegen jeden Pokémon-Trainer einmal gekämpft zu haben in der Arena. Also, man kann nicht mal ausdodgen oder sowas. Hallo, Balui! Ist der Early Boy? Ach nee, doch nicht. Oh, der Feenorden! Wie schön er glitzert und funkelt! Ich habe vor, mir die Pokéballfabrik anzusehen. Kommst du auch mit? Pokébälle sind echt faszinierend, weil man mit ihnen Pokémon fangen kann. Sie sind quasi poketastisch.
Ja, natürlich, ihr Lieben. Es ist natürlich mal eben mir eine Entscheidung zu geben, ob ich vielleicht mit will oder nicht. Nee, aber wer braucht das schon? Was, wenn ich gar nicht in die Fabrik will? Geht dann die Story überhaupt weiter? So, genau. Und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, lasst doch mal einen blauen, grünen, was sind die jetzt? Ah, grün hat Rio immer gesagt, weil jetzt nicht mehr geht. Ist blau. Ein blaues Däumchen da, das würde mich sehr freuen und mich motivieren, immer wieder weiterzumachen. Außerdem hilft es, weil das, glaube ich, irgendwie alle Leute sehen, wer was wie geliked hat und so. Und dann kommen noch mehr Zuschauer dazu. Und es wäre cool, wenn wir da irgendwann noch eine riesig gigantische Gemeinschaft aufbauen. Nur wird es schwierig, wenn ich gegen die alle mal kämpfen soll. Naja, okay, wir können mal gucken. Vielleicht kriegen wir einen Livestream organisiert, wo wir einfach ein bisschen Duelle machen, ein bisschen Blödsinn machen, ein bisschen dummes Zeug labern. Vielleicht treffen wir uns mit dem einen oder anderen Teamspeak. Vielleicht spielen wir nicht nur Pokémon, sondern machen auch irgendwie, was kann man noch? Mario Kart oder, ich weiß nicht, was einem noch so einfällt, was ich noch ein Spielchen hier hätte für ein 3DS oder so. Dann machen wir einfach mal einen coolen 3DS-Livestream. Und in dem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge Pokémon Y. Haut dir rein, macht's gut, Leute. Tschüss.